Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Railroader. Wieder mit Fabi der Bär und der Hallo. Clou. Hallo. So, wir stellen uns jetzt Hallo. mal hier hin. Warum? Das wird jetzt, dauert jetzt. Nehmt euch Zeit. Trinkt Kaffee. Genau. So, da hinstellen. Genießt es. Deutscher. Achso. Da ist auch Ja, stimmt. Vegetation. Du hast ja keinen Platz mehr. Nee. Nee, Deutscher ist voll. Das sieht geil aus auf der Karte. Folgenende oder Streamende? Folgenende natürlich One-Shot. Das müsstest du doch langsam kennen, Mensch. Also 4 Stunden machen wir ja eigentlich immer. Ach, echt doch. Junge, ist das gerade ein Gesamtkonstrukt? Ja. Ist cool. Und man sieht so richtig schön die Unterteilung von den Zügen. So flupp, flupp. Ja. Du weißt, wie lang der Zug ist? Nee, lang. Das Ende ist bei mir. 1064 Meter. Sehr gut. Sehr, also sehr ein gut. Kilometer lang. Sehr schön. Und woher weiß ich, wann du angefangen hast? Na, weil du doch auf dem Discord bist, lieber One-Shot. Und auf unserem Discord, da steht doch immer alles. News, Sie sind Essen, ganz schön etc. zügig. Und um 12 Uhr haben wir heute angefangen, so wie eigentlich fast jeden Sonntag. Ich habe auf jeden Fall dezent FPS Drop. Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ihr Ich seid auch ganz nicht. schön mutig mit 38 statt lang zu fahren. Ja, die Kurve geht mit 40. Ist doch gerade. Easy. Im Zweifel Ja, bremse Schütze, ich. da wo du bist, ist gerade, aber nicht wo dein Rest ist. Ah, geht Dann schon, gib mal geht Gas, wenn schon. da gerade ist, ne? So. Ja, mach mal. Gas geben? Okay. Macht mal. Ach komm, ich zieh auch nicht. Voll. Wie schöne Kohle. Ich muss dann gleich ein Whitty abbiegen, ne? Roger. Das interessiert mich nicht. Für dich. Ach nee. Ich habe letztens tatsächlich nochmal War Thunder gespielt, lieber One-Shot. Und zwar mit Deadhead. Ihr könntet euch zusammentun. Der spielt auch nur realistische Gefechte. Ich glaube, wir haben 5-6 Runden gespielt. Dann ging mir das so auf den Sack, dass ich wieder deinstalliert habe. Schütze ist frei. Kannst du ja gegebenenfalls am zweiten Bildschirm aufmachen. Am zweiten Bildschirm habe ich mein OBS, mein Lieber. Da habe ich mein OBS und alles andere am Laufen. Und wie gesagt, wir haben das zusammen nochmal aufgemacht. Also, nee. Galvatron? Ich habe leider relativ schnell Ja, gemerkt, warum ich es ich ausgemacht glaube, habe. du stehst da etwas ungünstig. Nicht Weil die genau kommen. richtig. Ein Fabi biegt bitte nicht ab. Er fährt auf dem Hauptgleis weiter. Nein, der Fabi Nein, kann. Deutsch ist hinter mir. Ich kann nicht auf dem Hauptgleis weiter. Der Fabi kann gleich abbiegen. Oh. Muss ja doch woanders hin. Ich muss für Dodger Platz machen. Wir Tut mir müssen leid. Platz machen. Hängt er dir im Nacken? Ja. Halt dezent. Fabi, stell dir gleich die Weiche. Alles Sache, klar, ich also bei mach nichts mir mit Weiche. ist auf jeden Fall gerade bildmäßig. Hier geht's in den Keller. Yep. Oder ob das an den Personenwagen liegt. Sind das wieder diese Personenwagen? Wir haben hier keine, glaube ich. Doch, ich habe welche hinten dran. Ach so, du Ja, hast und welche. Jasche kommt auch mit Personenwagen. So, Fabi, bist rübergestellt aufs ganz Rechte. Alles klar. Ich hoffe, die Weiche liegt auch nicht in Richtung Holzfällerlager. Also da vorne das Dreieck. Ne, sieht gut aus, sehr schön. Nein, ist geradeaus. Sehr schön, sehr schön. Und hinter Fabi stelle ich für den Dodger auch. Ich wollte gerade sagen, Dodger, ich bremse aber und ich bleibe auf dem Hauptdingen, ja? Dass ich Ist mit in dem. Ordnung. Weil wenn ich mit dem langen Zug. Ach so, du kommst eh nicht vorbei, das ist jetzt doch zu lang. Sorry. Hast du dafür schon was angelegt gehabt? Wahrscheinlich nicht, ne? Komme ich hier hinten Okay. raus? Kann Ja. sein. Ja, komme ich gut. Perfekt. Weiß ich aber Ja. nicht. Da
alles gelegt. Jetzt ruckelt's bei mir aber auch. Ja, weil halt eben viele, viele Wagen in Bewegung sind. So. Unter dem Roten. Was? Ne. Bist du... Meine, ich hatte ganz hinten was dafür. Und den Anhänger, den hatte ich mit bei, bei Nutzfahrzeug oder sowas, hatte ich den, glaube ich, mit drin. Nee, der ist separat. Ja, auch noch besser. Ach. Nee, Moment. Kannst du drei Wagen... Nee, warte mal. Eins, zwei, drei, so. Vier, fünf. Ich spiele aktuell von 6 bis 7, ne, von 6, 7 bis 11, 7, hab Frankreich weit gegrindet und Russen auch, ja. Ich, wie gesagt, nicht. Ich hab mit Deadhead 6, 7 gespielt, 5, 7 glaube ich, ja, 5, 7 haben wir gespielt. Ja, wie gesagt, Matchmaking-Müll, inzwischen spielst du ja nicht mehr mit einer Fraktion gegen ein oder zwei andere, sondern du spielst ja inzwischen gegen 17 andere Gewürfe. Wohin soll ich die schon mal ziehen? Wieder zurückdrücken, damit du an die roten Wagen drankommst. Ne? Das Polwood, das muss ganz schnell wieder hoch und der Rest ist Interchange. Hm? Was? Ganz zurück. Pass auf, Deutscher, ich stehe in die Kurve rein. Ich sehe dich schon. Katastrophe. Ach so, daran, ja. Ja. Das also GMP, ne? Also Güterzug mit Personenbeförderung, glaube ich, oder mit Personenwagen. Ich weiß nicht, Shaggy, das wirst du vielleicht besser wissen. Schöne Sache, nicht in dieser Größenordnung. Warum heißt meine Lok jetzt Regio? Gut, reicht. Da steht Erzkumpel dran und fährt unter Regio. Echt? Dabei ist es doch Klopsi. Ich war es aber nicht. Ich war es wirklich nicht. Ich war es wirklich nicht. Dann gehe ich mal eben ins Gleisdreieck wenden. Ja. Damit ich dann auch wieder richtig rumstehe. Genau. Dann hast du halt Pulpwood hinten und kannst halt kurz vorm Interchange rückwärts reindrücken. Perfekt. Oh ja, Pulpwood direkt wieder runter. Das ist wichtig. Jo, oder haben wir nicht eigentlich jetzt sogar ein bisschen schon aufgebaut? Wir haben aufgebaut. Einen kleinen Stock. Oh, tatsächlich, Stock. Ja. Schon mal sehr gut. Also passt soweit. Ist das von dem erstmal. Fall, müssen wir das aufbauen? Oder ist das da davor das gewesen? Das ist davor, das ist schon abgehakt. Das kann weg. Ja, das hat hervorragend funktioniert mit den Güter mit Personenbeförderung. So heißt es. Danke dir. Regio Muscago aushelfen. Realität abgebildet im Spiel. Boah, eigentlich eher umgekehrt. Würde ich sagen. Eigentlich eher umgekehrt. Aber ist ja auch hier so. Ich bin ja eigentlich hier, ne, ein Erzkumpel und fahre mit Personenwagen durch die Gegend. Der Erzengel Schütze. Der Erzengel. Siehste, TJ, das sind deine zwei Wagen, um die Wartezeit zu überbrücken. Warte, die beiden Personenwagen? Ja, da kannst du dann vom Brisbane bis nach Alaka hochfahren und wieder zurück. Wenn das du das geschafft schön. Hast, ist doch schon der erste Zug bei dir angekommen zum Verteilen. Ja, ich mein's ja nicht mal böse. Aber der arme Kerl, der ist immer fertig und sitzt dann da eine Stunde zwei rum, weil wir nicht aus dem Quark kommen. Das ist halt ein bisschen eine Beschäftigungstherapie. Ja. Aber ich denke, wir hätten also drei Wagen wir ja, ne? So eigentlich alle guten Dinge sind ja drei. Oder eine Caboose halt hinten dran. Das sähe auch geil aus, glaube ich. Oh, eine Caboose ist cool. Caboose wäre richtig edel eigentlich, ne? Oder? Schütze, welches Gleis willst du in Prison? Eins oder zwei? Dann lass mich mal gerade gucken. Ich glaube, zwei macht am meisten Sinn, dass ich dir die Personenwagen ja irgendwie dann auf die drei oder sowas schubsen kann. Ich habe tatsächlich fast nur Kohlemine und Alaka dabei. Also ich muss nur die zwei Personenwagen loswerden. Aber ich habe Risen mit als Ziel eingestellt.
Ja, deswegen frage ich extra. Ah, perfekt, stehst schon lass drin. Dich, ich ja, lasse klar. Die zwei fahren. Ah, jawohl, cool. Danke rausziehen. Dir. Ich denke auch, dass eher Cargo im Regel aushilft, das stimmt wohl. Nicht jeder Cargo-Lokführer darf Personen befördern, deswegen habe ich es andersrum geschrieben, echt. Aber jeder Personenzug-Lokführer darf auch Güter befördern? Ich dachte, da gibt es auch viel zu beachten. Es kommt darauf an, welche Ausbildung du auf welcher Lok gemacht hast. Was? Es kommt auch darauf an, welche Ausbildung du bei welcher Lok gemacht hast. Ach so. Weil dann ist es ja theoretisch so gesehen ja. Eigentlich egal. Aha. Okay. Red. Gut, so was. Dann geht der D-Zug auf Gleis 1. Das war dumm, ein Gedanke. So, dann rangiere ich mal rückwärts dran. Na oh gut, da komme ich locker vorbei. Ich halte die Wagen so lange fest für dich. Wurde auch der Innotrans, wenn ich jetzt auch Wagen für Container mit 160 vorgestellt? Oh, kann ich dir nicht sagen. Da bin ich ganz ehrlich raus. Schön wär's. So. Da bin ich raus. Ich muss sagen, ich war ein bisschen begeistert auch von den Bildern und sowas, wo sie, also war eigentlich nicht toll, aber wo sie hier Panik gemacht haben mit dem Gasnotstand und sowas, wo sie dann auf einmal die riesigen Tankzüge über die ICE-Strecken und sowas geschickt haben. Das fand ich schon cool. Wie viel hat da drauf? 55. Fabi? Ja, was denn? Üppig, mit dem Güterzug. Denk an unsere Reputation, bitte. Ich muss ja hier nur vor die Züge. Denk an unsere Reputation, bitte. Hat er nicht unrecht. Ich muss hier nur voran. Ist auch schon deutlich langsamer geworden. Fabi, ich freue mich. Gib alles. Zeig, was du kannst. Guck mal, alles gut gegangen. Ist der da mit 62 Meilen was? Durch die Gegend? Ja, da ist er auch gerade. Ja, aber trotzdem. Da kann man das. 16 Uhr ist durch. Kann man auch sein lassen. Denke ich, ja. Wenn man rechtzeitig den Anker hinten schmeißt, dann ja. Dann geht's, ja. 19? Ach du Scheiße, das ist aber spät. Oh, das ist aber trotzdem spät. Ist es spät? Eine liebe Frau erzählt gerade, dass sie erst einen Tisch für 19 Uhr gekriegt hat. Und cool, drüber. Das ist spät. Oder? Ist das noch drin bei Ela? Nope. Vorbei. Oder? So, dann düse ich mal ab Richtung Silver. Ah, bin noch drin. Easy, wusste ich. Mhm. Wir sehen uns. Jo. Tschüss. Tschüss, du Betrüger. Viel Spaß am Berg. Das ist kein Problem für mich. Sind ja nur 2216 Tonnen. Das ist so, ne? Dingel. Dingel. Klicker, klicker. Hä? Nur 8 Tickets? Und dafür habe ich jetzt hier angehalten, Leute? Die waren noch übrig. Es sind halt noch 45 für Brisbane, ne? Und ich fahre ja nach Brisbane, also. Aber es gibt mehr Geld. Ah, nee, gibt nicht. Ich verstehe halt nicht so ganz. Passiert denn hier irgendwie nichts? Ach doch, jetzt brauchen halt echt ewig. Da warte mal ein bisschen. Alles Rentner vom Ein- und Aussteigen. Alles Rentner, ich sag's euch. Ja. Alles Rentner. Rangieren mit 62 Meilen. Ja, passiert. Ich fand den Zug von ÖBB für die Instandhaltung gut, den jetzt auch DDB gekauft hat. Habe ich auch nicht mitgekriegt, muss ich leider gestehen. Ich will es nur klarstellen, es waren 65. Und wann knacken wir die 88 für zurück in die Zukunft? Ja, eigentlich nicht, weil dann ist der Zug ja weg. Den brauchen wir noch. Ja. Deswegen. Noch zurück in die Vergangenheit, wie du möchtest. Nein, nein. Nein, 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 nein. Och, schmeiß doch die. Vielleicht können wir so in die Vergangenheit reisen und die Unfälle verhindern. Dass die Reputation schön oben bleibt. Ja.
Ja, wir sind jetzt bei 27% Operation Safety. Hervorragend. Das ist verdammt wenig. Dann haben wir die 10%. Wieso? Das heißt, jeder dritte Wagen kommt heile an. Ist doch. Morgen wird's auch schon wieder weniger, weil wir hatten heute schon eine Entgleisung. Das stimmt. Nun wieder. Hey, wir nähern uns der 10% Marke. Viel schlimmer ist halt einfach. Es wird alles teurer. Wenn du den ganzen Tag nichts hast, dass das ja trotzdem nicht direkt auf 100 geht, ne? Das steigt ja auch nur langsam wieder. Ja, wir müssen jetzt viele Tage warten, bis wir wieder 100 haben. Und einfach durchschlaufen können wir auch nicht. Nee, dann sind die... dann sind die Verträge nicht erfüllt. Glücklich. Dann sinkt die Performance bei der Fracht. Schlimm. Ja, dann müssen wir einfach alle Verträge kündigen. So. Dann schlafen wir ein paar Tage durch, bis wir wieder 100 haben. Dann machen wir Urlaub. Genau, machen wir mal eine Woche Urlaub. So, zack. Dann haben wir wieder eine gute Reputation und dann können wir ja auch wieder direkt Verträge ab 3 annehmen. Ja, aber Passagiere müssen wir trotzdem fahren, sonst sinkt da der Network Service. Ja, aber nur einmal am Tag. Oh, wir haben schon die neuen Contract-Möglichkeiten. Tier 1. Ja. Oh. Bei den Personenzügen ist es nämlich so, dass die mindestens einmal am Tag verkehren müssen. Das reicht sogar von einer Station an die nächste Station. Ja, siehst du, bei 10 Leuten, jeder kriegt genau einen Wagen und fährt dann genau eine Station nach vorne. Zack! Ja. Vor allem so ein bisschen Ringe rein. Jeder darf mal eine Station weiterziehen. Also genau. Wie überall im Real Life. Negativ geht immer schneller. Jupp. Leider ja, Shaggy, leider ja. Dann Eimerkette oder was? Wir nennen das dann den Deutschlandtag. Genau. Deutschland. Ja, aber habt ihr ja, denke ich, auch mitgekriegt. Ne? Der hat ein ganz klein bisschen Verspätung. Man plant etwa so 32 Jahre. Kein Witz jetzt. Der sollte ja, wann sollte der denn kommen? 2030 oder 32? Und jetzt haben sie ihn sogar voraussichtlich bis 2070 verschoben. Da soll er dann aber laufen. Genau. Gut, ne? Läuft nichts mehr. Vermutlich nicht. Dann sind wir so ein bisschen wie in Simbabwe. Dann stehst du irgendwann am Bahnhof. Ein Zug! Oh. Lass uns außen dran mitfahren. Ist einfach so. Ja, dann ist der Fahrplan wirklich nur noch eine Empfehlung. Das ist eine Katastrophe. Also wirklich, ist es so eine Katastrophe. Ich meine, du musst ja einfach überlegen, dass unsere Nachbarn nicht mehr mit uns arbeiten wollen, weil wir zu unzuverlässig sind. Hallo, das sind wir. Korrekt. Ja, die wollen halt, weil wir ja nicht auf den Quarten im Ausbruch kommen. Ja, ist ja auch richtig so. Beziehungsweise wir haben halt eben über 30 Jahre unseren Ausbau verpennt. Ja, und die Schweizer so, hey, wir haben... niedergewirtschaftet. Genau, die Schweizer... Ihr habt ja sogar abgebaut. Es wurden Weichen... abgebaut. Richtig, genau. Es wurden Ausweichgleise abgebaut. Und die Schweizer so, hey, wir haben die Alpen nochmal durchlöchert. Wie sieht's denn aus? Ihr wolltet doch eine vorhandene Strecke nur erweitern. Und Deutschland so, stimmt. Ja, also wir haben schon mal drüber nachgedacht. In Planung. Entschuldigung, ihr habt uns das schriftlich zugesichert. Ja, wir haben schon drüber nachgedacht. Das ist korrekt. Ist in Planung, wir sind aber noch am Kalkulieren, was kosten soll. Wir haben schon mal bei den Leuten angefragt, ob die uns vielleicht Grundstücke dafür geben wollen. Die Leute haben gesagt, nein. Genau. Die vier Pultwirt in Wagas standen doch als Reserve da, richtig? Ja, genau. Die habe ich mitgenommen. Achso, ja. Ich kann man machen. Ich schieb die aufs Nebengleis. Dafür fördern wir weiter die OMS massiv. Was ist denn die OMS? Sieht aus wie ein ungefähr. Wo fährst du jetzt hin? Ich hole jetzt noch den leeren Kohlewagen. Ah, okay, dann zieh ich schon mal. Dann komme ich nämlich mit dem ganzen Zugteil hier nach Dilsburg und sortiere den dann mal. Okay. An der Papierfabrik habe ich dir alles hingestellt dafür. Ah, dann kann ich eigentlich, wenn ich unten bin, auch wieder was mitnehmen.
zweite Tour fahren. Ja, die mache ich schon. Mache ich ja eine dritte Tour. Ja, nichts mehr. Ich hab ja den Rest aus dem Interchange. Okay. Wie voll war der Interchange denn? Nicht voll, das sind 17 Wagen, wo ich hab. Ja, aber hätte der Interchange, der es gescheit gestellt gehabt, hätte er die 17 auch noch reinbekommen. Meinst du? Das stimmt. Ja. Da waren viele Lücken zwischen. Ja. Ja, aber 17 halte ich für sehr hoch angesetzt. Das sind relativ kleine Wagen, also die hätten reingepasst. Die müssen natürlich an den allerwertesten, oder? Müssen die nach Silber? Also gemischt, ich habe Weißen, Didsboro, Hardwoods, Alaka, Locus Pin, wow. Ella, Didsboro Repair Tech, Weißen Repair Tech und dann nochmal die Sägemühle. Oh, sind die Automobilhersteller. Ah, schau dir mal das Bild an, entweder Chat oder PN auf dem Discord. Nee, ich bin im Game, mein Lieber. Ich spiele da jetzt nicht drin rum. Was, Sägemühle? Was? Ja, hab ich noch mal zwei Wagen. Mach mal was Sägemühle. Sehr gut. Zwei Stück. Gott. Hilfe, da wird ja alles voll hier. Ja. Ist doch schön. Ja, aber irgendwie reicht dann, glaube ich, der Platz her nicht was? Mehr so aus. Ich verstehe das Problem nicht. Eins, willst du mir gerade dann noch hier helfen? Wegen ja Locus Pin und sowas? Kannst du auch schreddern, ne? Mach ich auch. Dann schiebe ich dir hinten auf deinen Zug Locus Pin drauf. Was ich bei der DB geworden? Abgefahren. Und? Genau. Als Chefin. Ja, klar. Das sind vernünftig. Ba, ba, ba. Hallo Nico! Aber, hallo Nico! Der Schütze. Abi, du sagst mir Bescheid, wenn du in Richtung KW kommst. Absage, ja, Schmerz, bin gerade in Barkas. Keinen Ausbildungsplatz frei haben. Ah. Ah ja, geht aber noch. Oder? Ich muss halt eben. Auch Klo. Das kann ich verstehen. Das ist menschlich. Ja, Lokus muss ja auch gleich. Wisse, wir müssen alle mal auf den Lokus. Nein. Doch. Ich nie. Du nie? Ich weiß gar nicht, wie sowas gibt. Bin nur aus Barkas raus. Bei dir kommt nichts mehr raus, weil deine ganze Energie. Ich würde dich dann in Didsboro tatsächlich durch den Abstellbahnhof leiten. Für die Community. Ach so, für die Community. Ich habe ein Problem. Warum? Gibt keine Probleme. Mir wurde das Bremsen verboten. Ich darf 5 Minuten nicht bremsen. Oh. Nice! Also hast du ein großes Problem. Ich finde, wir sollten machen, weil wir unsere Reputation ja schon so schlecht haben, pro entgleistem Wagen 5 Abos. Hallo Driven, vielen Dank für... Oh, warte mal, es geht ja gleich bergauf. Oh. Ja. Der Zug kommt genau rechtzeitig. Ach Gott, so, Gott, irgendwer, Gott. Der hoch nach Hemingway fahren will gerade. Wo ist denn Hemingway? Kaching. Wie, Fabi, du darfst 5 Minuten lang nicht bremsen. Ja, mir wurde die Aktion Bremsen verboten im Spiel vom Chat. Also, im Zug nach oben. Ja, bremsstoliert. Ach, da kommt die 404 auch noch rein. Boah. Ich hab mich hier schon gestellt. Ja, ich hab grad wieder zurückgestellt. Jo. Dodger ist auch schon da. Sehr geil. So, wo soll ich dir gleich die Personenwagen hin? Hier einfach nur eins weiter rüber, ja. Ne? Vielen Dank, Dryden, dafür. Wie geht's dir eigentlich? Oder willst du dir einen großen Zug zusammenstellen, direkt auf dem Gleis neben mir? Da würde der doch reinpassen, locker flockig. Ja, wir können handhaben, wie wir lustig sind. Ja gut, irgendwo muss ich dir die Personenwagen gleich hinschubsen, dass sie aus dem Weg sind. Ja, du kannst sie auch nach vorne ins Gleis weiter reinschubsen. Ich muss dahinter meine Güterwagen. Ich bin jetzt am Berg. Ja, kannst du schon mal vorziehen. Ich glaube, erst müssen die Leute aussteigen, oder nicht? Ja. Und noch am Aussteigen. Die 404 rein. Die geht auf
Gleis 3. Kannst du die in die Abstellung packen? Ich schub's dir gleich einfach nur rüber. Rest machst 28, hab den Tunnel jetzt erreicht. Das heißt, du wirst schneller dann. 27. 1, wir müssen schnell machen. Ich will jetzt auch nicht absichtlich Speed rausnehmen. Ja. Sonst wäre es ja nicht witzig für Dryden. Ich fand das ja nicht witzig. Eigentlich wollte ich jetzt genau da die zwei Personenwagen hinschubsen, Jamily. Nö, fahr ruhig weiter vor, Schütze, alles gut. Hä? Eins, fahr ruhig ankoppeln weiter vor. Junge, ich will die zwei Personenwagen loswerden. Ja, ihr könnt jetzt. Bin aus dem Tunnel raus. Ich schubse dir jetzt vor die Nase, Jamily. Kannst du bremsen? So, da es jetzt bergab geht, lass ich jetzt rollen. Bin bei 21. Kannst du die ja irgendwo, kannst du die ja loswerden. Der TJ, der sagt die ganze Zeit nur, nö, fahr mal weiter, nehmen wir mal so. Oh. Der will gar nicht. Der will die gar nicht haben. Ach, aber der muss die nehmen. Ich fahr jetzt in Kobi rein. Ja. Mit 19. Eins, fährst am besten in Dillsboro erstmal zur Seite. Ja, ich fahr rüber. Zwischen 20 und 20 Uhr ins Bett, okay. Hast du so stressige Arbeit oder warum? Ich muss wohl raus jetzt, oder? So. Oder willst du dich hier um Alaka kümmern, TJ? Dann lasse ich dir das auch noch hier. So. Ist mir egal. Fahr ich nur zur Kohle. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit der Lok, die ich verfügbar habe. Meinst du nicht? An die 1, ich würde auch cool. 1. Ich hab Vollgas. Ja, ich würde aber in den 2 dich tatsächlich nach links schicken. Weil Fabi darf ja nicht bremsen momentan. Das ist die Frage, nimmt der Jamie jetzt noch hier? Verlasse Kobi? Ich bin noch wieder auf dem Weg nach Natterhalla. Wer ist denn Fabi, wir haben 4 unterwegs? Haben wir das? Okay, dann kann ich wieder Gas geben. Ja, sprich. Ach, na gut. Willst du es probieren oder nicht? Mit Alaka. Wenn du sagst, nee, ist auch okay. Ich will es nur wissen. Ich kann es versuchen. Ja. Jo. Fährst du oder was willst du jetzt machen? Was? Du kannst vorfahren. Ich darf wieder bremsen. Ja, weil ich auf dein Gleis rüber muss, weil die 86 entgegenkommt. Ich muss ein Personengleis frei machen. Ja, dann fahr doch einfach. Du soll die 86 doch erstmal aufs zweite fahren und dann wieder hier hinten rüber fahren. Das geht doch, Leute. Kann doch im Prinzip, kann die sich doch, ich sag mal, vor mich stellen. Da ist doch noch eine Weiche. Ist doch gar kein Problem. Wir passen hier doch alle rauf. Tschüss. Jetzt nicht mehr. So, vielen Dank für eure Mitarbeit. Ich weiß nicht, wie lange das Cooldown hat. Vielleicht muss ich dann den Cooldown ein bisschen höher machen. So. Wer weiß. Warum? Sonst passieren Dinge. Pro 5 Abos bekommst du auf Twitch 1 geschenkt. Eieiei, echt? Zeig mal, One-Shot. So, dann haben zeig wir mal. Da alles vollgestellt und da alles vollgestellt. Dann fahre ich das jetzt dahin. Und wenn da der Jamie gerade rauskommen will, setze ich dem das wieder vor die Nase. Ich hoffe, der TJ ist dann aber schon hier abfahrbereit und übernimmt die Wagen. Pass auf, Jamie Lee, schubst dir wieder Wagen vors Gesicht. Ja. Das gefällt mir ein okay, bisschen. Okay, sind wir eine neue Sportart frei. Werden. Was ist das denn jetzt für ein Schwachsinn? Ich hab doch Wagenschubsen? Taste gedrückt. Was wird eine neue Sportart?
Wagen, um die Wette schubsen. Ah, cool. Wagen vor Jamie Lee zu schubsen. Das klingt witzig. Ja, ist es auch. Mein Gott. Okay. Ja, ja, ja. Oh nein, ich habe gar keine Screenshots mehr für die Folgen gemacht. Na toll. Oh nein, warum nicht? Ja, du musst Screenshots machen. Ja, Schütze. Erinnere mich doch mal. Vorsicht, die 86 habe ich hier vorne drin. An die Einzelstelle wird dir hier noch was abstellen, kurz. Oh ja. Mhm. 76, da kommt die 86 noch. Ja, das weiß ich. Gut. Wollte es nur erwähnt haben. Ich davon nachher wieder. Aber wir haben doch da gerade eben schon drüber geredet. Wer auf welches Gleis. Ja, ich war gerade mit dem Ausrangieren beschäftigt. Deswegen. Willst du mit hoch auf den Berg? Keiner da. Ah, 30 Minuten Cooldown habe ich eingestellt. Die 9 war gerade Kaffee wegbringen. Ah. Ich mach mal kurz weg. Du kannst mich ruhig mit hochnehmen. Kaffee. Okay. Ach, der braucht das. Was hast du mit Kaffee getan? So, jetzt kann die 76 doch auch an mir vorbei. Sehr schön. Die 86? So. 86, ne? Durch meinen Körper gefiltert. Ja? Was ist denn? Ach, oh mein Gott, ist ja noch ewig und 3 Tage weg. Coffee. Weiche, weiche, weiche. Ja, da für die 86 die. Liegt auch. Einmal die da. Wieso? Gehen wir hier mal wieder ein bisschen Gas, ne? Gas, Gas. Ah, ist schon schön, so eine Zugbegegnung, ne? Also bei uns gibt es in der Region ca. 90 Kilometer stillgelegte Bahnstrecke mit 33 Bahnhöfen ohne Gleisanschluss. 2 aufgelassene Bahnhöfe, eine Bahnstrecke ohne Personenverkehr mit 6 Bahnhöfen ohne Personenverkehr. Eieieiei. Also so viel zu Bahnabbau. Ja, läuft, ne? Krass. Ich weiß nicht, ob es bei dir geht. Bei anderen habe ich gesehen. Und ich bin armer Student. Ja, und hier in der Schweiz gefühlt ausbauen, ausbauen, ausbauen. Ja, ich hab ja wenigstens. Ausbauen und die Deutsche Bahn aussperren. Zu Recht. Wer spät kommt, darf halt nicht fahren. Ja. Bei uns wird da erstmal stundenlang drüber geschwätzt, die eine Entscheidung getroffen haben. Entschuldigung, jahrzehntelang drüber geschwätzt. Das ist das Problem. Ich finde ja lustig, was die Franzosen machen. Die haben ja noch nicht mal feste Gleisbelegung. Zug kommt, das Gleis ist frei, fahr dahin. Ich bin armer Azubi mit teurem Hobby namens Modelleisenbahn. Jupp, das ist wirklich ein teurer Hobby, Nico. Ich meine, wir haben in Basel extra Ersatzzüge stehen. Ja, da am deutschen Bahnhof. Falls, Züge aus Deutschland zu spät kommen. Ja, ihr seid cool. Ist ja okay. Wir haben es verstanden. Ja, ich mein, wir sind cool. Ist ja in Ordnung. Ein Land, was seine Eisenbahn auch nicht wirklich falls, schätzt und ja. ausbaut, ist ja in Ordnung. Ein gedeckter Güterwagen diesmal. Oh, der sieht ja auch cool aus. Ist der neu? Den. Na, die hier sind alle auch für Silber. Dann machen wir das jetzt so. Deine Wagen sind bereit, TJ, ne? Bremsen. Einmal lösen. Einmal lösen. Oh, wir haben hier ja auch noch eine ganz gute Flotte stehen im Prison, ne? Fällt mir mal gerade auf. Ich steht die alte Flotte. Ja. Oh, da war halt auch echt alles kleinere Loks, ne? Und du hast eine Flotte? Ja. Meistens steht eine kleine Lokflotte zur Verfügung.
Ich hab's ja schön brav ausgepackt. Hast du gut gemacht. Jo. So, holen wir die Wagen noch ab. Gerade guckt, habe ich eigentlich jetzt alles hochgeladen? Ich glaube ja, ne? Ja. Folge 86, eieieiei. 86. Auf YouTube ist hochgeladen. Schon. Ja. Krass. Und jetzt machen wir wieder 4, dann sind wir bei 90 und dann machen wir noch 10 und dann beende ich das mit den stundenlangen Folgen. Ja. Und hoffe dann, dass eine liebliche Person einfach aus unserem 4-Stunden-Stream die Highlights zusammenschneidet. Eine liebliche Person? Ja. Ja, läuft super, Dryden. Also das Theater ist ja vorbei. Ja. Sind hier so viele Handbremsen gezogen. Willst du einen Keks? Du hättest dir einen Keks verdient. Doch. Will ich einen Keks? Rhetorische Frage. Keks. Komm. Und kaputt. Die Prinzenrolle. Ich bin jetzt schon in einem neuen Projekt, Dryden. Da ist schon wieder was Neues am Laufen. Ja? Bei dir? Ja. Junge, wie viele Projekte hast du denn? Viele. Ja, ich merke das. Ich bin Mr. Projektman. Oh je. Danke für den Hinweis, Roger. Noch 20 Minuten. Ich habe ja die eine maßlos überzogen. Stimmt. Maßlos überzogen hat er. Junge, 630 Tonnen leere Wagen. Hammer. Ich weiß es nicht, Ryden. Kann ich nicht sagen. Ich fühle mich zurzeit echt wohl so. Stelle ich mir die Ausfahrt. Oh, guck mal, die Haare auf meinem Kopf wackeln. Drei Stück im Wind. Wackel, wackel, wackel. Ich hatte eine Gesichts-OP und nun sehe ich aus wie Johnny Depp, genau. Genau das. Mit drei Haaren auf dem Kopf. Ja. Hier sind zwei. Hi, Johnny. Hi. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch welche davon haben. Wir haben davon massiv viele verarbeitet. Ich glaube aber in irgendeiner Schublade, wenn dann. Ja, nächstes Projekt Fluch der Karibik 6. Fluch der Karibik? Ich bin dumm. Okay. Was? Meine Güte, bin ich dumm, ich kann nicht lesen. Und schreiben? Ich dachte, es geht um was Neues. Ich habe Wagen mitgenommen, die gar nicht hier hin müssen. Oh. Wie? Ich dachte, die müssen nach Silver, aber es ist ja für Paperwood und Tannery. Gar nicht für einen Interchange. Gut, nehme ich die halt wieder zurück. Ja, du hast die an der Papiermühle mitgenommen. Ja. Geil.
Ich habe nur gesehen, oh, rot, die müssen hier weg. Mann. Und ich habe diesen Fall so überlegt aus dem Intercheck schon mal rausgenommen, so kann der Clash die einsortieren. Ich bring die wieder zurück. So. Und ich komme mit allem möglichen Gerümpel jetzt. Aber. Gerümpel sind ja nur 1200 Tonnen. Alter, nichts ist. Hilfe, ich habe meine Steuerung weggemacht. Unter anderem auch einiges für Weißen dabei. Kannst du ja aussuchen. Weiß ist freier Platz, war. Ob verfügbar ist. Ja, ich muss ja erstmal da hinkommen. Boah, ich brauche dringend einen dritten Bildschirm, ey. Ja. Merk, ich krieg deinen Chat nicht richtig drauf. Nervt mich. Ach, alles gut. Nee, nervt mich. Alles gut, Schütze. Alles nervt gut. Mich. Alles gut. Es nervt. Na gut. Na gut. Mh, Keks. Kekse, ich will auch Kekse. Na komm. Hier durchs Mikro. Hab dich eingeladen in meinem Urlaub. Da hattest du auch Urlaub. Aber du wolltest nicht. Du wolltest ja lieber irgendwie entspannen und so, anstatt 12 Stunden im Auto zu sitzen. Oder 24 Stunden, weil unsere Züge so unzuverlässig sind. Wollte ich schon sagen. Beim Berg kam einfach der deutsche Zug nicht. Ja. So, jetzt haben wir die hier abgestellt. Easy. Ui, ich habe letztens schon wieder 2 Loks gekauft. Bin jetzt bei 8 Stück. Boah. Ui. Na, E-Lok 101. Bayro 111, Verkehrsboot, Baureihe 185, alter Schwede, zweifache Ausführung. 151, Dampflok 86, 89 und DHG 700, dann noch ein ICE 2, alter Schwede. Ja, Nico, da brauchen wir uns ja nicht wundern, dass du als armer Azubi kein Geld mehr hast. Ja gut, kann man mal machen. Wieder da. Hallo. Baby. Wir haben es geschafft mit Mühe und Not. Das ist gerade. Die 86 hält gerade in Ela, oder? Ja. Ela, Ela. Oh, oh, oh. Ela. Also ich denke, dass ich ich gehe für dich in Thomas Valley dann in die Ausweiche, damit du an mir vorbeikommst. Boah, ich muss ja mit dir auch immer anhalten, ne? Ja, ich bin aber gerade erst aus Corey raus, deswegen. Ob das dann ungefähr hin, wahrscheinlich. So, bringen wir die wieder zurück. Nee, von der 151 viel schöner. Boah. Muss ich gerade gestehen, mit E-Loks bin ich ja eigentlich völlig überfragt, ne? Ich habe zwar auch ein paar E-Loks. Aber eigentlich tatsächlich fast ausschließlich so weg von. Gut, ICE ist natürlich dabei, Thales. Ich glaube nur 185 in der Klaas-Sonderlackierung, die gab es von Merkel. Die fand ich schwer gut. Mhm. Fällt mir auch immer noch. Ja, und gut. Ansonsten habe ich gar nicht so viele E-Loks. Ich glaube, eine E44 ist dabei. Also deutsche Krokodil, Schweizer Krokodil. Ja, okay, vielleicht doch ein paar. Wo wir umgezogen sind, haben meine liebe Frau und ich fast einen kompletten Abend nur damit verbracht, die Modelleisenbahn vom Dachboden unserer Wohnung runterzuholen, zu meinen Eltern zu fahren und da wieder auf den Dachboden in die 3. Etage raufzuschleppen. Das war sehr schön. Und irgendwann guckte sie mich an, völlig erschöpft, und fragte, weißt du eigentlich, was du alles überhaupt hast? Aber als gut organisierter Deutscher kannte ich natürlich die Antwort und sagte, klar, hab mal Excel. Wow. Natürlich. Ja, es ist schon ein bisschen eine Katastrophe. Also ich muss sagen, es ist natürlich immer wieder schön, wenn du dich da mal durchfühlst und dann denkst, boah, geil, was ich alles habe. Ja.
Es folgt aber auch der Gedanke, ob das alles nötig ist, wenn du nicht mal selber weißt, was du alles hast. Aber besser ist da tatsächlich nur mein Kollege. Wenn wir schon mal Anfang Januar auf eine Messe gehen, dann nimmt er immer seinen besten Kumpel mit, kauft Sachen, damit er ihm sagt, was er schon alles hat. Das ist auch so geil. Okay. Aber der Kollege ist eh der Beste. Der hat sich letztens erst 2 Drehscheiben gekauft. Und ich habe ihn angeguckt und sag, warum denn 2? Ja, falls eine kaputt geht. Ich sag, wie bitte was? Eine Reserve. Ja, ich bin jetzt in einem Alter, da muss ich ja auch ein bisschen vorausschauend denken. Ich kann ja da nicht ein paar Tage hier sitzen, ohne dass das funktioniert. Eins, da stehen dann noch Wagen, ne? Oh, Blechbüchse. Hab gerade den VT98 von Pico in G gealtert. Geil. Muss das Ding nur noch digitalisiert bekommen. Ach, wie cool. Da ist das an. Also ich freue mich richtig auf den Modellbahn-Content, ne? Ich hoffe halt, das klappt alles. Ich räume das Gleis gerade frei. Wie ich mir das vorstelle. Aber bestimmt. Weil vermutlich werden der liebe Toto und ich auch bald im Wald aktiv werden. Und da wollen wir euch natürlich auch ab und zu mit Videos etc. auf dem Laufenden halten. Aber das ist... Die Holzfäller kumpelt. Genau. So in etwa, ja, tatsächlich. Hast du alles fertig? Cool, nice. Und das auch am Sonntag. Sauber. Sauber. Was macht unser Ofen? Der ist kalt. Ich hoffe nicht, der ist schon vorhin einmal ausgegangen. So, ihr lieben Leute. Ich habe umgeparkt, beziehungsweise den Zug umfahren. Wer nicht weiß, was das ist, der sollte dringend nochmal schnell in die Anleitung gucken. Da ist es nämlich beschrieben. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss.